Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Wir ziehen uns Play 69 featuring Fero 47 Pop Smoke rein. Produziert von T-Side, wenn er so ausgesprochen wird. Der hat auch einen großen Teil am 18 Karat Album produziert, was Anfang des Jahres jetzt rauskam. Wir sind da eigentlich immer noch am Anfang des Jahres, aber ihr wisst schon Bescheid. Supremo Produzent, kann man sagen. Hat mich komplett überrascht, das Feature. Wirklich komplett. Ja, aber was soll man sagen? Er hat halt Play, seine Promo-Phase ist gut gestartet. Hat gestern nix, heute Star oder so. Hieß er so ähnlich. Mit Samra fand ich übertrieben geil. Dann diesen Solo-Tag. Vergessen, wie er heißt, Alter. Ja, scheiße, ihr wisst schon. Ah, fuck. Dieser Sprinter, wie hieß er nochmal, Alter? Ich hab's vergessen, Alter. Fuck. Schreibt's in die Kommentare, Digga. Hier, ihr wisst schon Bescheid. Dann war noch ein Track. Mit wem war der? Ja, mit 18 Karat, der auch übelst geil war. Mein Lieblingssong bis jetzt. Also von dem Album, was er droppt. Jetzt haut er das mit Fero raus. Fero hat ja auch letzte Woche so was gedroppt. So. Bei Fero ist halt so ein Ding. Mit der Stimme. Es kann komplett geil sein, aber vieles feiere ich halt auch nicht. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, einfach, was die beiden gemacht haben. Bis jetzt überzeugt Play mit diesem Album. Ich bin gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Fero und Play die Kombi vor dem Song gehalten habt und was ihr nach dem Song darüber denkt. Ich sag's euch auch gleich. Bitch, ich bin high, bis um Viertel vor drei, sieb mit dem Whisky auf Eis, keine Snitches im Was Kreis. ich echt übertrieben geil finde, ne? Die Stimme vom Fero ist halt einfach anders. Weißt du, ich meine? Die ist wirklich anders. So, wisst ihr, wie ich meine? Ist halt, hat so eine raue Stimme irgendwie und das gibt's so in der Form, gibt's das nicht in Deutschrap. Die ist halt einmalig. Wenn du jetzt Spotify irgendwelche Deutschrap-Playlisten hast, so, dann ist sowieso so, dass wenn Fero laufen würde, würdest du erkennen, aber es gibt Rapper, so die laufen. So, wenn du dich damit nicht auskennst oder nur so ein bisschen, dann hast du echt Schwierigkeiten. Vor allem, weil sich so vieles so gleich anhört. Ja, und das finde ich einfach gut. Die ja so wie Pops mag oder verticke ein Block da. Vor ein paar Jahren war ich noch broke, heute im Rory auf Ein paar Off-Road. Jahren war ich noch broke. Heute Rory. Es sind halt diese Lineformen von der Straße zum Star mäßig so. Von dem Film. Bin auf die Parts gespannt. Ja, die Hook ist halt sehr. Nicht schlecht oder so. Aber ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber gleichzeitig hast du. Ist jeder Song so unterschiedlich so. Der Sound hat sich halt verändert so. Babylon 1 war halt so komplett straight, so Straße. Hier sind natürlich noch die neuen Sounds mit bei und so. Man will sich auch weiterentwickeln, ist auch völlig in Ordnung. Ich finde auch nicht, dass man immer die Musik von früher machen muss, sondern ich finde es geil, dass er von diesem ASAP-Sound weg ist. Habe ich ja schon gesagt, dass ich das Album nicht gut fand. Ja, aber mit diesem Album, so, man muss den Song noch weiter hören, aber die restlichen Singles bis jetzt waren noch echt stark. Ich bin high, immer die Clique dabei. Ledersitze in weiß, gib einen Fick auf den Preis. Jeder sitzt im Weiß, gib einen Fick auf den Preis. Ist schon chillig irgendwie. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, Digga, boah, was eine Monsterhook, aber kann man sich schon geben. Schon die ja so wie Pops mag oder verticke am Blocktop. Vor ein paar Jahren war ich noch broke, heute im Rory auf Ja, Off-Road. kann man sich geben, Digga. Kann ich jetzt nichts Schlechtes zu sagen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, wie gesagt, das so richtig krass ist. So, ich glaube, mein Lieblingssong ist der mit 18 Karat bis jetzt. Aber auch den mit Samra fand ich sehr, sehr. Ah, Digga, ich wiederhole mich, sorry, Leute. Im Benzo, AMG im Pechwas, Vollgas, gib Tempo. Rollt gerade im Benz so. Er ist nicht zu stoppen, Digga. Play mit der Brille. Videolocation bei diesen, gerade in diesen weißen Dings. Auch sehr nice. Chardonnay im Sektglas, 22er Zolltrage, dank dem Erfolg, Diamanten und Gold wie Rapstars. Ihr habt gelacht, aber ich hab gemacht und geschafft, sagt jetzt, wie schmeckt. Ihr habt gelacht, so. Ihr habt gelacht, so. Ihr habt nicht an meinen Traum geglaubt, so, Digga. Fickt euch so mäßig, so. Ich zieh mein Ding durch, so. Scheiß auf alle
Ihr habt alle gedacht, ich schaff's nicht, Digga. Ich hab's euch allen gezeigt, Alter. Und jetzt kommt auch nicht an, ihr so mäßig. Feier ich. Ein Schluck Coke in die Whisky. Bleib put wie Smoke oder Nipsey. Broke oder busy. Alleine nach oben mit zwei, drei Bros, die ich mitzieh. Meine Mental. Broke oder busy? Warte mal nochmal zurück, sorry. Ich höre es auch das erste Mal. Ihr wisst Bescheid. Weil ich mal noch ein so. Whisky, bleib put wie Smoke oder Nipsey. Broke oder busy. Alleine nach oben mit zwei, drei Bros, die ich mitzieh. Meine Mental. Alleine nach oben mit zwei Bros, die ich mitziehe. Ist nice, so, er hat es alleine geschafft, so, seine Brüder sind die geblieben, die Supremos sind eh eine geile Truppe, so, was heißt, ich kenne sie ja nicht persönlich, aber wie die rüberkommen, wo 18 Karat nach Banger-Musik gekommen ist, also ich weiß natürlich nicht, wie das Gespräch lief, aber er hat dann Play halt auch zu Hilal Money geholt, auch wenn Play jetzt nicht mehr da ist, aber er hat gesagt, so, nur wenn Play mit darf, so mäßig, und das finde ich einfach übertrieben nice. Loyalität, aber Geld ist das, worum sich alles dreht. Ich schwör, dass ihr mich niemals fallen seht. Steiniger Weg hin, bis Mama Kristalle trägt. Mein ganzes Umfeld ist hochkriminell. Mama Kristalle trägt, ist halt auch gut formuliert. Die meisten sagen mit Haus, ist mal eine andere Formulierung, was auch schon mal nice ist, weil ich weiß nicht, wie oft man halt diese Line holt. Ich kaufe für Mama ein Haus, so, ihr wisst Bescheid, oder eine Villa wohnt. Ist ja auch richtig so, wenn ich Rapper wäre, würde ich das auch rappen, so, auf jeden. Aber nicht falsch verstehen, egal wie erfolgreich dieser Kanal wird, ich werde nie versuchen zu rappen oder so, Digga. Bin einfach nur Rap-Fan, Alter, und das bleibe ich auch. Wenn wir was machen, ist professionell. Taui, die Nacht für ein Nobelhotel. Bettwäsche Limited, Coco Chanel. Whisky auf Eis, Taui, die Nacht für Hotel, so. Auch diese komplette Veränderung, so. Du bist auf der Street. Vorher zusehen, so, dass du Geld klärst, Alter, dass man vielleicht einen Döner essen kann, so mäßig. Und jetzt so. Tausend in der Nacht, so vom Kopf her, so wenn du das so mal verarbeitest, wie krass das eigentlich alles ist. Weiß, roter ist hell, Bitch, ich bin halbes um Viertel vor drei, mehr zum Kiffen dabei als ein Drogenkartell. Mehr zum Kiffen dabei als ein Drogenkartell. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, Play, guter Part. Jetzt kommen wir die Hook vom Fero nochmal. Bis um Viertel vor drei, sieh mit dem Whisky auf Eis. Keine Snips im Kreis, küsche die ja so wie Pops mach. Oder verdicke ein Block. Digga, ist jetzt nicht so richtig mega krass so? Sag ich euch, also, was hat in den Song mit 18 Karat und mit Samra fand ich dann noch krasser so. Aber ich wusste nicht vorher, was ich davon halten soll, dass Fero und Play jetzt einen Song machen und so. Kann man sich geben und ist sowieso schwer, einen Song bei einer Reaction richtig zu bewerten, weil beim ersten Mal so muss immer ein paar Mal hören und weil ich hatte es auch schon voll oft, dass ich Songs echt scheiße fand erst und nach mehreren Mal hören fand ich sie auf einmal richtig geil. So wie gesagt, ist nur so eine erste Reaction und ob ihr mir glaubt oder nicht, ich höre mir die Songs nicht vorher an. So halt, ihr könnt das glauben oder halt nicht so, aber sonst wäre es ja auch eigentlich keine richtige Reaction so. Machen bestimmt viele auch, dass sie sich das vorher anhören, damit sie halt krass vorbereitet sind für Zeile, weil sich keiner wahrscheinlich blamieren will, so, Digga. Aber ich bin einfach Fan, Digga. Wir reden über Rap, ich sag meine Meinung, ihr sagt eure Meinung und ich kaufe ja auch alle möglichen Alben, ne? Ich weiß nicht, wie viele Euro ich ausgegeben habe schon. Ich mache zu so vielen Rappern Unboxings und ich feiere die Musik auch. Ich lebe für den Scheiß so. Und wenn ich mir die Alben kaufe, so finde ich, dann habe ich auch das Recht, mir eine Meinung zu bilden. Aber dann gibt es so Action-YouTuber, die haben sich wahrscheinlich noch nie eine CD gekauft, so, weißt du? Aber egal, scheiß drauf. Vor ein paar Jahren war ich noch broke, heute im Rari auf Off-Road. Was ich noch vergessen habe, schreibt unten in die Kommentare, was ihr von der Fero-Play-Kombi hält. Ich bin echt auf euer Feedback gespannt. Interessiert mich sehr. Weil es gerade bei diesen Rappern Fero, Mero und wie sie alle heißen, egal wie viele noch dabei sind, wird immer so Prinzip gehatet, was ich halt komplett scheiße finde. So, nur weil, so, dann hörst du dir nicht mehr den Song an, gehst schon auf Dislike, einfach nur um der Person zu schaden. So, hä, Digga, was ist los mit euch, Alter? Wenn ihr die Musik nicht feiert, Digga, hört die Musik nicht. Wenn ihr euch den Song angehört habt und ihr findet den scheiße, so ist auch okay. Aber
Dann kann man doch einfach, man kann ja auch ruhig disliken, wenn man den Song scheiße findet, aber nicht so aus Prinzip, so, das finde ich halt einfach Bullshit. Immer die Clique dabei, Ledersitze in Weiß, gib einen Fick auf den Preis, pushen die auch so wie Popsmog, oder verdecke ein Block. Box vom Player habe ich mir natürlich auch vorbestellt, Babylon 2, um jetzt auf meinem Kanal auch eine Unboxing zu geben. Wer Bock drauf hat, kann sich das auf meinen Kanal reinziehen, sobald die Box dann da ist. Ich glaube, das Album kommt irgendwann im März raus. Bayern war ich noch, heute im Mario auf Schweiz. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ganz neuer Fero hier unterwegs, den Sound aus der Hook hier direkt mit in den Part genommen. Er hätte ja auch so wie auf Ja Ja rappen können oder auf sein Album vielfach. Unboxing zu Feros Album habe ich damals auch gemacht übrigens. Chile weiß, dufte nach Komfort. Prada Dior, Aventador, ich fahre Komfort. Mein Pop und genau, so will ich Fero haben. Digga, geht doch noch los, Alter. Er hat so angefangen, so auf. Er hat so seine Fans wahrscheinlich so ein bisschen verarscht, dass er jetzt so nur noch rappt oder was heißt nur noch. Video-Location ist auch krass, muss ich nochmal sagen. Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt im Part noch kommt. Ich habe diesen Track Ja Ja zum Beispiel übertrieben gefeiert. Echt, Digga, habe ich den lange gehört. Frag mal die Jungs, ich war nie undankbar. Ist eine sehr, sehr nice Line. Ist jetzt nichts Krasses so dabei. Aber ich feiere es halt, wenn Rapper bodenständig sind. Man sollte schon wissen, wo man herkommt. Und jetzt nicht arrogant werden, weil du ein bisschen mehr Geld hast, so, Digga. Oder am meisten so Leute, die arrogant sind, nur weil sie ein paar Klicks haben. Digga, was ist los mit euch, Alter? Aber egal. Nicht über andere Leute aufregen, Alter. Bringt sowieso nichts. Ich zieh einfach mein Ding straight durch. Scheiben sind schwarz, rolle meine Block, versorgt die Kunden. Danke, lieber Gott, ich kam von unten. Gib mich mal fern. Flow sehr nice, auch mit diesem feier ich, Alter. Fero rappt hier auch vom Flow härter als Play, Alter, hätte ich auch nicht gedacht. Den Hunden, guck mal, wie die Sterne für mich funkeln. Ich hab 100 Dinger in der Eastpack. Guck mal, wie die Sterne für mich funkeln, ist auch nochmal ganz nice. Die Location bei Fero ist auch geil. Digga, ist ein runder Song. Wie das Street Rap. Guck ich scheiße vor ihr Feedback. Ich bin nicht back, Bruder, nein, ich war nie weg. Ja, geil, Alter, machen wir nochmal zurück. Guck ich scheiße auf euer Feedback, ich bin nicht back, Bruder, nein, ich war nie weg, safe. Guck ich scheiße auf euer Feedback, ich war nie weg. Nein, das ist kein Comeback, ich war nie weg. Also nicht ganz genau so die Worte, aber das sagt er hier. Ja, ich finde sowieso, man kann sich Kritik immer so zu Herzen nehmen, so, wenn sie so auf Respekt bezogen ist, aber ich finde, wenn du das so auf Respektebene machst, sagst halt, was dir nicht gefällt, so, und dann kann Fero es entweder annehmen, sagen, ja, könnte man machen, vielleicht, so, ich finde, Rapper sollten auf jeden Fall immer die Musik machen, auf die sie selber Bock haben, so, weil im Endeffekt kommen Fans zu den Rappern, weil sie halt cool finden, wie sie gerappt haben, so, aber du bleibst ja nicht stehen in der Zeit. Bis um Viertel vor drei, sieh mit dem Whisky auf Eis. Keine Snips zum Kreis. Fero Hook, für mich nicht so Endlevel-mäßig. Ist jetzt nichts, was einen so vom Hocker reißt, aber kann man sich so oft chillig so nebenbei so geben, weißt du? Können wir vorstellen, dass so in den Playlisten und so ganz gut läuft. Kreis. Ich wünsche dir so wie Popsmog oder verdicke ein Blocktop. Vor ein paar Jahren war ich noch broke, heute im Rario. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare zu Feros Hook einmal, zu Feros Part, zu Plays Part und wie ihr bis jetzt die Promophase von Play 69 zu Babylon 2 findet. Würde mich echt interessieren. Ich bin high, immer die Clique dabei. Ledersitze in Weiß, gib einen Fick auf den Preis. Ja, ist ein solider Song, aber auf jeden Fall waren der Song mit Samra und den Song mit 18 Karat habe ich auf jeden Fall mehr gefeiert, ganz klar. Wird jetzt nicht mein Lieblingssong, aber kann man sich wohl geben. Vor ein paar Jahren war ich noch broke, heute im Rari auf Off-Road. Das war's hier auch schon. Wir können nochmal gucken, ob die Box nochmal hier eingeblendet wird.
Jo, da ist das Ding. Supportet Play69, supportet Fero, wenn ihr Bock auf die Mucke habt. Und wie gesagt, Box habe ich schon vor längerem vorbestellt. Und wir können mal gucken, wann die Box erscheint, wenn das auch nochmal angezeigt wird. Ne, wird jetzt hier nicht nochmal angezeigt, ist doch egal. Ich bin mir sicher, ich meine Ende März, aber ich gucke später nochmal nach. Aber ihr könnt auch selber nachgucken, ihr wisst Bescheid, was gibt es sonst noch zu sagen. Wenn ihr Bock auf Rap habt und so, abonniert gerne meinen Kanal, lasst einen Kommentar da und ich bin raus, Leute.